Meine Damen und Herren, es ist schon eine Sünde, dass man da nicht im Freien und im Boot ist bei diesen Bedingungen. Aber ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie trotzdem noch den Weg da in diesen düsteren Hörsaal finden. Wiewohl es vielleicht gerade jetzt ganz gut ist, dass die Fenster alle zugemauert wurden, weil jetzt ist es wahrscheinlich kühler herinnen, als wenn da von irgendeiner Seite die Sonne hereinscheinen würde. Oder wir täten sowieso die Abdunklungen zumachen. Also wie es auch immer ist, es freut mich, dass Sie gekommen sind. Heute sprechen wir über die Bildkonstruktion mit Hilfe von Linsen. Und dann auch über die Abbildungsgleichung. Sie haben ja schon in den Methoden mit Linsen zu tun gehabt und sind daher schon einigermaßen voraus mit den Kenntnissen. Dennoch wollen wir das jetzt also hier in der Vorlesung ordentlich dem Stoff entsprechend durchnehmen, weil die Bildkonstruktion mit Linsen gehört zu dem Wichtigsten, was die Optik zu bieten hat sozusagen. Natürlich dann, wenn wir über Wellenoptik sprechen, werden wir auch darüber sprechen, wie derartige Bildkonstruktionen auch wieder begrenzt sind, dass man nicht beliebig kleine Objekte darstellen kann. Aber jetzt sind wir ja mal bei der geometrischen Optik, wo solche Aspekte noch nicht behandelt werden. Also wenn wir Linsen betrachten, denkt man zunächst einmal an eine Sammellinse, also eine Bikonvexlinse, so wie wir es gestern auch schon besprochen hatten. Und da ist vor allem bei der Bildkonstruktion zwischen zwei Fällen zu unterscheiden, zwischen dem Fall, wenn der Gegenstand außerhalb oder innerhalb der Brennweite liegt. Und wir werden hier im Vorlesungsversuch die Bildkonstruktion uns anschauen, wenn der Gegenstand, unser berühmter Einser, den wir da immer zur Verfügung haben, der von hinten beleuchtet wird, außerhalb der Brennweite der betrachteten Sammellinse ist. Und wenn wir uns das gleich anschauen, bitte, dann können wir also die entsprechende Abbildung gleich Ihnen zeigen. Die näher sitzen, sehen es direkt, die anderen dann über die Kamera. Und Sie sehen also hier, ist also unser Einser aufgebaut und der befindet sich außerhalb der Brennweite von dieser Sammellinse und es entsteht in größerem Abstand hier ein vergrößerter Einser. Da ist der Einser so klein und da ist der Einser so circa fünfmal so groß. Also weit weg und vergrößert. Das ist die Situation, wie man sie typischerweise bei einem Beamer vorfindet. Der dort oben steht, der macht dort ganz was Ähnliches. Es wird ein verhältnismäßig kleiner Gegenstand über eine große Distanz abgebildet in Form eines reellen Bildes. Daher kann man es auch auf einem Schirm projizieren. Also die Lichtstrahlen treten wirklich durch dieses Bild durch und man glaubt nicht nur, dass sie durchtreten, sondern treten auch wirklich durch. Und das ist ein vergrößertes und verkehrtes Bild. Also damit es dann dort wieder aufrecht ist, müssen die Bilder halt verkehrt, also die Gegenstände verkehrt sein, damit dann das wieder aufrecht steht. Das macht man natürlich bei den Projektoren entsprechend. Na, und dann gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, und zwar das ist die, wenn man mit einer Kamera einen Gegenstand aufnehmen möchte. Da macht man es so, jetzt drehen wir das ein bisschen um, jetzt stellen wir das da in die Nähe her und machen daraus eine Kamera. Jetzt ist dieser Teil hier zusammen als eine Kamera anzusehen, eine Fotokamera. Und da
da hier ist der entfernte Gegenstand, der mit dieser Kamera aufgenommen wird. Und da sehen Sie jetzt natürlich, dass da jetzt das Bild viel kleiner ist als der Gegenstand. Naja, wenn man einen Berg aufnimmt, dann ist natürlich der Berg in der Kamera drinnen kleiner als der originale Berg. Und das ist also hier eben auch zu sehen, der Gegenstand ist weit weg von der Kamera und wird in ein viel kleineres Bild umgesetzt, auf einer lichtempfindlichen Schicht. Früher hat man dafür so Filme genommen, jetzt hat man halt andere Methoden, dass man das umsetzt in ein Bild, aber die optische Idee ist genau dasselbe, nur verwendet man dann, wenn man das sehr hochqualitativ machen möchte, mehr als nur eine Linse, sondern ein ganzes Linsensystem, weil es bei den Linsen Linsenfehler gibt, über die wir heute auch noch sprechen werden. Da gibt es also hier schon einen entsprechenden Aufbau, mit dem wir das auch illustrieren werden. Und diese Linsenfehler möchte man natürlich minimieren, weil man ja ungern hat, dass dann so ein Bild entweder am äußeren Rand oder am inneren Rand unscharf wird oder vielleicht irgendwelche färbigen Ränder aufweist. Das sind so Dinge, die passieren könnten, wenn man ein solches Abbildungssystem nicht korrigiert. Aber primär, Sie sehen, mit einer einzigen solchen Sammellinse kann man einerseits eine reelle Abbildung im Sinne eines Beamers machen oder auch eine reelle Abbildung im Sinne einer Kamera. Vielen Dank, Herr Litschauer. Naja, und jetzt schauen wir uns diese Bildkonstruktion auch konkret an. Wir werden wieder einige Hauptstrahlen verwenden, die ich jetzt nicht im Einzelnen da jetzt separat Ihnen zeigen möchte, sondern gleich in der Anwendung auf die Bildkonstruktion. Also wir werden jetzt einmal eine Sammellinse betrachten. Nachher kommt dann auch eine Zerstreuungslinse und bei der Sammellinse werden wir also zunächst einmal davon ausgehen, dass wir den Gegenstand außerhalb der Brennweite anordnen. Der Brennweite. Und da werden wir uns also anschauen, was dabei also herauskommt. Also in üblicher Weise machen wir natürlich wieder eine optische Achse und ordnen auf dieser optischen Achse unsere Linse an. Das sei eine dünne Linse, das zeigen wir so an, dass also das nur andeutungsweise diese Bikonvex-Linse darstellt, aber die ist dünn im Verhältnis zu den betrachteten Abständen. Daher genügt es in dem Fall einfach nur eine gerade zu zeichnen. Hier und hier seien die beiden Brennpunkte, die sich im Abstand F befinden, der Brennweite. Da ist ein Brennpunkt und da ist noch ein Brennpunkt. Oft bezeichnet man die auch mit F' und F, mit F und F' oder mit F' und F2', wie auch immer man das bezeichnen möchte. Das ist also die Brennweite. Und wenn wir da jetzt einen Gegenstand betrachten, der sich außerhalb der Brennweite befindet, zum Beispiel hier mit der Gegenstandsgröße G, dann wird dieser Gegenstand derart abgebildet, dass eben auf der anderen Seite ein Bild entsteht. Und wie kann man das konstruieren? Da verwenden wir im Wesentlichen drei verschiedene Hauptstrahlen. Einen achsenparallelen Strahl, einen Strahl durch den Scheitel der Linse und einen Strahl durch den Brennpunkt. Wenn der Strahl achsenparallel verläuft von diesem Gegenstand weg, naja, wie wird er dann hinter der Linse weiter verlaufen? Das haben wir ja schon besprochen. Die Eigenschaft dieser Bikonvex-Linsen oder auch Plankonvex-Linsen ist die, dass ein achsenparalleles Parallelstrahlenbündel dann hinter der Linse
durch den Brennpunkt gesammelt wird. Also insbesondere dieser eine Parallelstrahl hier geht durch diesen Brennpunkt hindurch. Dann der zweite Strahl, den wir betrachten wollen, ist der Strahl durch den Brennpunkt. Na, das ist eine logische Sache. Wenn der Strahl durch den Brennpunkt geht, dann muss er wieder nachher achsenparallel werden. So wie der Achsenparallele durch den Brennpunkt geht, wegen der Umkehrbarkeit des Lichtweges, geht der durch den Brennpunkt verlaufende nachher dann achsenparallel weiter. So treten diese Strahlen hier aus. Naja, und den Strahl durch den Scheitel, das ist der dritte Strahl, den man gut verwenden kann bei der Konstruktion, der ist so, dass er im Wesentlichen unverändert durch dieses System durchtritt, weil bei der dünnen Linse im Scheitel man ja im Wesentlichen die Situation einer planparallelen Platte hat, wo höchstens eine leichte Parallelversetzung auftritt. Das haben wir ja schon gesehen bei dem Versuch auf der Hartl-Scheibe. Aber weil es eine dünne Linse ist, ist diese Parallelversetzung gering. Also man hat im Wesentlichen hier einen geraden Durchtritt. Und dementsprechend steht dann hier das Bild, tatsächlich ein reelles Bild, weil ja der Strahl, die Strahlen wirklich durch dieses Bild hindurchtreten. Also das Bild ist reell und verkehrt. Und das kann man sich also da als Auge da hier anschauen. Und diese Strahlen scheinen nicht nur von einem Punkt herzukommen, sondern gehen auch diesen Punkt durch diesen Punkt durch. Daher ist das Bild ein reelles Bild. Und wie gesagt, in dem Fall haben wir es so, dass das Bild kleiner ist als der Gegenstand. Also haben wir da hier eher die Kamera realisiert. Wenn man das Bild den Gegenstand weit weg und sehr groß macht, dann rückt dieses Bild da näher heran und wird klein. Dann haben wir die Kamera realisiert. Und wenn man umgekehrt jetzt den Gegenstand in die Nähe da des Brennpunktes bringt, dann entsteht ein viel größeres Bild, das weiter weg ist. Und dann haben wir die Beamer-Situation, die Projektionssituation. Also das ist die Bildkonstruktion, die zu einem reellen und verkehrten Bild führt, wenn der Gegenstand außerhalb der Brennweite F sich befindet. Das ist die Brennweite F dieser Sammellinse, die hier eingezeichnet ist. Und schon wollen wir das Ordnung halber dazu schreiben, dass das die Gegenstandsweite und entsprechend das die Bildweite ist. Und alles ist richtig. Der Gegenstand ist wirklich links, das Bild ist rechts. Der Brennpunkt ist auf der richtigen Seite da hier. Das heißt, alle diese Größen B, G und F sind positiv. Und wir werden uns auch in der weiteren Folge jetzt gleich anschauen, wie da die zugehörige Abbildungsgleichung ausschaut, die man verwenden kann, um diese entsprechenden Größen miteinander zu verbinden und auszurechnen. Aber nachdem es so wichtig ist, wollen wir jetzt noch bei der Sammellinse bleiben und jetzt den Gegenstand anders anordnen, nämlich innerhalb der Brennweite. Und da werden Sie sehen, dass es gleich eine andere Situation gibt, bei der die Sammellinse auch sehr prominent angewendet werden kann. Also wir machen uns wieder eine optische Achse, wie üblich, stellen uns auf dieser optischen Achse die Sammellinse auf, zum Beispiel hier unsere dünne Sammellinse und die Brennweite sei zum Beispiel wieder etwa hier, da haben wir da die eine und da die andere Brennweite, das sind wieder die zwei Brennpunkte, F', F2'. Und wenn wir da jetzt den Gegenstand innerhalb der Brennweite hineinsetzen, dann müssen wir uns schon überlegen, dass wir ihn nicht zu groß machen,
sonst können wir gar kein vernünftiges, dann noch aufzeichnbares Bild herstellen. Denn schauen Sie an, was jetzt passieren wird. Schauen wir alle unsere verschiedenen Hauptstrahlen an, die wir hier verwendet haben, den Achsenparallelen, den Scheitelstrahl und den Strahl durch den Brennpunkt, um auch hier Konstruktionen durchzuführen. Naja, also zum Beispiel der Strahl durch den Scheitel, der verläuft so. Und dann der Strahl durch den Brennpunkt, das ist so ein Strahl, der geht gar nicht wirklich durch den Brennpunkt. Aber wenn er da so weitergeht, geht er da herauf und wird dann hier achsenparallel. Ja, und da sehen Sie schon, die divergieren, diese zwei Strahlen. Ein aus dem Brennpunkt kommender Strahl wird achsenparallel. Ein Strahl durch den Scheitel bleibt, wie er ist. Und dann gibt es natürlich auch noch einen dritten Strahl, einen achsenparallelen Strahl, der dann durch den Brennpunkt geht. Das werden wir uns dann noch gleich nachher anzeichnen. Aber jetzt überlegen Sie einmal, wenn man das von hier betrachtet, mit einem großen Auge da drauf schaut, dann vermeint man also, dass diese Strahlen alle von einem Punkt herzukommen scheinen, der sich da hinten befindet. Und das ist dann das Bild, das man erhält. Und das ist also in zweifacher Weise jetzt wesentlich hier zu bemerken. Einerseits, man sieht sofort, es handelt sich hier um ein virtuelles Bild, weil ja diese Strahlen nicht wirklich von dem Bild herkommen, nur von dort zu kommen scheinen. Dem Beobachter ist es aber wurscht, der sieht das Bild so oder so. Das ist nicht besser oder nicht schlechter. Denn schauen Sie, der da sieht, dass so divergente Strahlen auf ihn zukommen, der sieht das auch. Das ist dem ganz wurscht, ob das also wirklich jetzt dort ist oder nicht. Nur derjenige oder diejenige, die das also auf einem Schirm auffangen möchte, der hat da ein Problem. Weil das kann man nicht auf einem Schirm auffangen, dahinter ist gar kein Licht. Also das ist der wesentliche Unterschied. Ja, und wenn man also jetzt noch hier den achsenparallelen Strahl betrachten möchte, der geht dann hier durch den Brennpunkt und das muss er dann so verlaufen, dass das also so durchgeht und da durch den Brennpunkt und da auch so weiter. Also das ist Freihand nicht so besonders gut zu zeichnen, aber ungefähr, glaube ich, kommt das hin und ich habe auch was für Sie da, um das also zu zeigen. Na bitteschön, da haben wir es ja schon. Also da hier haben wir also jetzt diese Situation, so wie ich sie da auch aufgezeichnet habe, mit den beiden Brennpunkten und diesem virtuellen Bild. Und da ist also zum Beispiel etwas schon wichtig. Wir haben natürlich hier nach wie vor die Gegenstandsweite G, aber die Bildweite B ist so, dass wir hier minus B auftragen, wobei also das B kleiner als 0 ist, weil das Bild auf der falschen Seite ist. Das Bild kehrt rechts von der Linse, dann hat es eine positive Bildweite. Jetzt entsteht das Bild aber links von der Linse, sogar hinter dem Gegenstand. Daher wird die Bildweite negative, daher wird diese Distanz, die wie sich für eine Distanz gehört, immer positiv ist, gleich minus b, wenn man sie hier so einzeichnet. Nicht? Auf diese Konventionen ist zu achten, wenn man dann immer die gleiche Abbildungsgleichung verwenden können möchte. Und das ist ja gut, dass man sich nicht für jede Art von Linsen ein bisschen eine andere Abbildungsgleichung merken muss, wenn dann einmal da ein Minus mehr und da weniger und so. Also wenn man sich solche Konventionen vergegenwärtigt, dann bleibt das weiterhin die gleiche Abbildungsgleichung. Aber das G, das ist also hier größer als 0, weil der Gegenstand ist ja auf der richtigen Seite hier sozusagen. Nun, das gibt also jetzt, wie man sofort sieht, ein virtuelles aufrechtes. Ein virtuelles, aufrechtes und vergrößertes Bild.
Und Sie werden schon wissen, was das wohl ist, wenn da jetzt einer da mit einem Auge drauf schaut. Das ist die berühmte Lupe. Da kann man also dann Gegenstände größer darstellen und sie halt Sachen genauer anschauen mit einer Lupe. Das ist also die berühmte Lupe. Und wesentlich ist natürlich jetzt, das verschiebe ich aber noch kurz, wie man diese Eigenschaft der Vergrößerung auch quantifizieren kann. Das machen wir etwas später. Ich möchte hier nur erläutern, es ist zwar das Bild größer, aber es ist auch weiter weg. Also man muss sich gut überlegen, wie sich das dann ausgeht, damit man trotzdem tatsächlich das Bild größer erkennen kann. Und was also dann wirklich unterm Strich überbleibt als Vergrößerung und was das dann wirklich besser wird, über das sprechen wir etwas später im Zusammenhang mit den optischen Instrumenten, die wir heute noch kurz erwähnen werden. Aber Sie sehen jedenfalls, das Bild ist größer als der Gegenstand. Der Abbildungsmaßstab Gamma gleich B durch G ist größer als 1, aber das Bild ist auch viel weiter weg. Und wenn ein größeres Bild weiter weg ist, erscheint es wieder kleiner. Also man muss sich dann aufpassen, was von dieser Vergrößerung dann wirklich überbleibt. Der Abbildungsmaßstab allein ist nicht das, was also dann die Vergrößerung allein ausmacht. Bleiben wir noch etwas weiter bei der Sammellinse und schauen wir uns jetzt an, wie man denn jetzt also für die Sammellinse die Abbildungsgleichung ermitteln kann. Naja, um die zu ermitteln, wollen wir also wieder den Fall annehmen, so ähnlich wie hier. Ich zeichne das noch einmal auf, des reellen Bildes bei einer dünnen Linse. Reelles Bild bei dünner Sammellinse. Und wenn wir das also kurz aufzeichnen, dann sehen Sie also hier, wenn wir da die Sammellinse uns da wieder etwa hierher aufzeichnen, mit den zwei Brennpunkten da und da, und wir stellen uns da jetzt links einen Gegenstand hin, und wir bilden den jetzt ab und machen also daraus ein Bild, dann haben wir diese Situation. Wir nehmen einen Achsparallelen und einen Scheitelstrahl und erhalten also hier das Bild. Genügt uns das schon oder genügt es noch nicht? Ich glaube, es genügt uns schon. Nur diese beiden Strahlen will ich jetzt einzeichnen. Der Strahl ist parallel zur Achse. Der geht durch den Brennpunkt. Da haben wir F' und F2'. Und um also hier jetzt die Abbildungsgleichung ermitteln zu können, wollen wir uns, wie wir das schon oft gemacht haben, den Abbildungsmaßstab hernehmen und Ähnlichkeiten von Dreiecken betrachten. Wir betrachten einmal dieses Dreieck das offensichtlich ähnlich ist zu diesem Dreieck. Warum? Beide Dreiecke sind recht winkelig und stimmen in diesen zwei Winkeln überein. Und dann betrachten wir noch ein zweites Dreieckspaar, die auch ähnlich sind, diese zwei Dreiecke, nämlich es handelt sich dabei um dieses Dreieck und
und dieses Dreieck. Die sind wieder rechtwinkelig, da ist ein rechter Winkel und da ist auch ein rechter Winkel und die stimmen wieder in diesen zwei Winkeln überein. Also sind auch diese rot schraffierten Dreiecke ähnlich zueinander. Das wollen wir ausnützen. Also den Abbildungsmaßstab können wir einmal ausrechnen als Gamma gleich b zu g. Und wenn wir die weiß schraffierten Dreiecke hernehmen, da sehen wir sofort, das ist ja die Gegenstandsweite, wirklich positiv, der ist auf der richtigen Seite der Gegenstand. Da hier herunten, das ist die Bildweite, das ist auch richtig. Auf der richtigen Seite das Bild auch positiv. Da haben wir dann auch die Brennweite F. Das ist alles, was wir brauchen. Und hier ist auch noch einmal, zeichnen wir das ein, noch einmal die Gegenstandsweite, weil das ein achsparalleler Strahl hier ist. Wenn wir also die zwei weiß schraffierten Dreiecke hernehmen, dann ist also b zu g wegen der Ähnlichkeit auch gleich klein b, der Bildweite zur Gegenstandsweite. Und andererseits kriegen wir aber dieses Gamma gleich b zu g auch in der Weise heraus, dass wir jetzt diese Ähnlichkeit benutzen und kriegen also das b zu g gleich ist der Länge zu der Länge. Naja, und was ist nun diese Länge hier? Das ist b minus f. B minus f zu der Länge und das ist f. Also beides ist der Abbildungsmaßstab, einmal aufgrund der Ähnlichkeit der weiß schraffierten und einmal der rot schraffierten Dreiecke. Beides mal ist b zu g gleich b minus f zu f. Naja, und da können wir natürlich vergleichen und kriegen natürlich sofort ein entsprechendes Ergebnis. Wir vergleichen und erhalten damit, dass das b zu g gleich ist b minus f zu f. Und wenn man das umformt, indem man das b auf die andere Seite bringt, dann erhalten wir 1 durch g ist gleich b minus f durch b mal f. Jetzt haben wir nur das b runtergebracht. Und daraus erfolgt natürlich sofort, dass wir da jetzt erhalten b durch b mal f, das ist 1 durch f. Und f durch b mal f ist 1 durch b. Und wenn wir das auf die andere Seite bringen, haben wir 1 durch g plus 1 durch b ist gleich 1 durch f. Ich glaube, diesen einen Zwischenschritt kann ich mir jetzt ersparen. Das, was hier steht, ist 1 durch f minus 1 durch b. Wenn man das rüberbringt, hat man 1 durch g plus 1 durch b ist gleich 1 durch f. Und wir haben damit die Abbildungsgleichung. Und die schaut glücklicherweise ganz gleich aus, ist praktisch eben dieselbe Gleichung wie bei den sphärischen Spiegeln. Die Abbildungsgleichung. Naja, was können wir damit anfangen? Naja, einmal natürlich kann man damit bei bekannter Brennweite und etwa gegebener Gegenstandsweite sofort die Bildweite bestimmen. Und wenn man Gegenstandsweite und Bildweite hat, dann kriegt man mit B und G auch den Abbildungsmaßstab, also alles Notwendige gleich fertig heraus. Und es zeigt sich auch, dass diese Abbildungsgleichung, das werden wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, damit es nicht zu langweilig wird, auch für den Fall der Zerstreuungslinse aufrecht bleibt, wenn man nur die richtigen Vorzeichenkonventionen nimmt. Also damit kann man die Abbildungen, wie man da so geometrisch herauskriegt, auch nachrechnen. Auch für den Fall der
virtuellen Abbildung hier kann man sich ebenfalls da so ähnliche Dreiecke hernehmen. Und wenn man darauf Rücksicht nimmt, dass das B negativ ist und daher da minus B aufzutragen ist, das tun wir uns jetzt nicht an, kommt wieder die gleiche Abbildungsgleichung heraus. Also das ist eine recht geschickte Konvention mit diesen negativen Bild- und Gegenstandsweiten, je nachdem, und Brennweiten. Brennweite wird aber erst negativ bei der Zerstreuungslinse, weil da liegen dann die Brennpunkte auf der verkehrten Seite sozusagen. Aber mit diesen Konventionen kommt man immer auf die gleiche Abbildungsgleichung. Was man noch mit der Abbildungsgleichung machen kann, ist, was Sie auch schon im Praktikum gemacht haben, wenn Sie teilnehmen, dass man aus gegebener Gegenstands- und Bildweite, wenn man das also nachmisst bei einer speziellen Anordnung, wie zum Beispiel hier aufgebaut, dass man dann natürlich gleich die Brennweite ermitteln kann. Also sehr angenehm, diese Abbildungsgleichung hat viele angenehme Anwendungen. Nun, was oft eben notwendig ist, ist, dass man zur Korrektur von Linsenfehlern auch Linsensysteme betrachtet. Und wir wollen jetzt ein System von zwei Sammellinsen betrachten und uns anschauen, was da dabei herauskommt. Also Linsensysteme. Da gibt es natürlich eine Vielzahl von Linsensystemen. Man kann Sammellinsen mit Zerstreuungslinsen kombinieren, man kann zwei Sammellinsen kombinieren, man kann mehr als zwei Linsen kombinieren, man kann Linsen mit verschiedenen, aus verschiedenen Materialien, mit verschiedenen Brechungsindizes kombinieren. Das ist eine sehr vielfältige Anwendung und genau dann nur mit numerischen Methoden auszurechnen. Also die Herstellung von weit entwickelten, hochqualitativen Abbildungssystemen ist alles andere als trivial. Und das ist also auch ein bisschen eine Kunst sozusagen, um eben ein Abbildungssystem möglichst perfekt zu gestalten. Und es ist kein Wunder, dass also die Objektive für teure Kameras auch entsprechend teuer sind, da steckt viel an Entwicklungsarbeit drin. Also das möchte ich nur anfügen. Na, solche komplizierten Systeme wollen wir nicht betrachten, sondern wir schauen an ein System aus zwei Sammellinsen in geringem Abstand. Das heißt, der Abstand sei klein gegenüber den Brennweiten der beiden Systeme. Man kann sie also de facto mehr oder weniger als an einem Ort befindlich annehmen, diese zwei Sammellinsen. Und ich möchte es jetzt gar nicht aufzeichnen, Sie können sich das gut vorstellen, zwei Sammellinsen nahe beisammen, wie werden sie also abbilden? Naja, für jedes dieser beiden Sammellinsen für sich gilt also die Abbildungsgleichung. Abstand, also schreiben wir da noch so, der Abstand ist sehr klein gegen F1 und sehr klein gegen F2. Das sind die beiden Brennweiten dieser Linsen. Nun, da schreiben wir uns einmal die Abbildungsgleichungen hin. Für die eine ist das also 1 durch G1 plus 1 durch B1 ist gleich 1 durch F1. Und natürlich für die andere 1 durch G2 plus 1 durch B2 ist gleich 1 durch F2. Die Frage ist, wie kann man da zu einer gemeinsamen Abbildungsgleichung für das gesamte System kommen, dass man dieses ganze System halt wie ein abbildendes System halt hernimmt, das wieder eine Gegenstandsweite, eine Bildweite hat und eine Brennweite. Naja, und da ist zu sagen,
das Bild der ersten Linse liegt ja dann rechts von der Linse. Und wenn dieses Bild dann als Gegenstand für die zweite Linse aufgefasst wird, dann liegt es auf der falschen Seite für die zweite Linse. Die Linsen sind ja eng beisammen. Also, wenn das Bild der ersten Linse dann der Gegenstand für die zweite Linse ist und aus dem wird dann wieder ein Bild, das ist dann die Gesamtaktion beider Linsen, dann gilt jedenfalls, schreiben wir das vielleicht auch auf, Bild von erster Linse ist Gegenstand von zweiter Linse. Daher gilt, wenn man jetzt diese Vorzeichenkonventionen berücksichtigt, dass das B1 die Bildweite aus der Sicht der ersten Linse gleich ist minus G2, weil die Gegenstandsweite in Bezug auf die zweite Linse, weil da der Gegenstand auf der falschen Seite ist, kleiner als 0 ist. Und daher muss ich hier minus G2 einsetzen, dass ich da zwei Distanzen einfach gleichsetze. Also daher ist diese Beziehung gegeben. Na und andererseits, für das ganze Linsensystem gilt dann auch, dass die Gegenstandsweite in Bezug auf die erste Linse die Gesamtgegenstandsweite ist. Also die Gesamtgegenstandsweite ist G1. Und andererseits, am Ende kommt dann ein Bild von der zweiten Linse heraus und die Bildweite der zweiten, nach der zweiten Linse, das ist dann die Bildweite des Gesamtsystems. Also haben wir B ist gleich B2. Diese zwei Situationen liegen vor. Und jetzt braucht man nur einzusetzen. Und da kriegen wir dann hintereinander die zwei Abbildungsgleichungen. Daraus ergibt sich also, wenn man da einsetzt, 1 durch G1, das ist 1 durch G. Plus 1 durch B1, das ist aber gleich dann, wenn man das gleich, na lassen wir es mit 1 durch B1 stehen. Plus 1 durch B1 ist gleich 1 durch F1. Und andererseits 1 durch G2, da setzen wir aber jetzt das ein, das ist dann minus 1 durch B1, weil das G2 gleich minus B1 ist, G2 ist minus B1, plus 1 durch B2, das ist aber B, 1 durch B ist gleich 1 durch F2. Und wenn man da jetzt aufsummiert, Summenbildung der beiden Gleichungen ergibt jetzt 1 durch G plus 1 durch B1 minus 1 durch B1 plus 1 durch B ist gleich 1 durch F1 plus 1 durch F2. Ja? 1 durch G plus 1 durch B1 minus 1 durch B1 plus 1 durch B ist gleich 1 durch F1 plus 1 durch F2. Sie sehen, dass diese 1 durch B1 da herausfallen. Und was bleibt über? 1 durch G plus 1 durch B ist gleich diese Größe. Und G ist die Gesamtgegenstandsweite für das System, B ist die Gesamtbildweite, so muss das hier entsprechend die Gesamtbrennweite sein. Und damit erhält man hier als Folgerung aus Folgerung daraus erhalten wir da hier jetzt die neue Abbildungsgleichung. Abbildungsgleichung
Gleichung für Linsensystem. Und diese Abbildungsgleichung lautet also, so wie es da steht, 1 durch G plus 1 durch B, und das nennen wir jetzt 1 durch F, 1 durch G plus 1 durch B ist gleich 1 durch F, wobei also das 1 durch F gleich der Summe der beiden Reziprokwerte ist. 1 durch F gleich ist 1 durch F1 plus 1 durch F2. Die Voraussetzung für die Gültigkeit dieser Ableitung ist, dass die Sammellinsen praktisch am gleichen Abstand, an der gleichen Position sind. Sonst könnte man diese Gleichsetzungen nicht machen, dass die Gegenstandsweite für das Gesamtsystem gleich der von der ersten Linse ist und hier für die zweite Linse die Bildweite. Auch diese. Diese drei Bedingungen sind daran geknüpft, dass sich die beiden Linsen in einem geringen Abstand befinden. Also Sie sehen, das Ergebnis, das wir hier erhalten, ist sehr anschaulich und leicht zu merken. Wenn Sie sich insbesondere daran erinnern, dass wir ja besprochen haben, schon gestern oder vorgestern, was die sogenannte Brechkraft einer Linse ist. Das, was man in Dioptrien angibt. Die Brechkraft ist die reziproke Brennweite. Und da sehen Sie jetzt, die Brechkraft des Gesamtsystems ist gleich der Summe der Brechkräfte der einzelnen Teile dieses Systems. Das haben wir hier gezeigt für Sammellinsen. Das kann man für andere Kombinationen in ähnlicher Weise zeigen. In jedem Fall ist es so, dass sich diese Beziehung dann immer auf den Fall beschränkt, wo die zwei Linsen eng aneinander liegen, ohne einen wesentlichen Abstand voneinander. Also die Brechkräfte der Linsen werden addiert. Oder die Gesamtbrechkraft ist die Summe der Einzelbrechkräfte. Na, jetzt kann man sich natürlich noch überlegen, was würde passieren für den Fall, wenn die Linsen nicht ganz beisammen sind, wenn sie in einem Abstand d, einer Distanz, sich befinden. Also da kann man zeigen, für Linsen im Abstand d, der jetzt nicht klein gegen die Brennweiten sein muss, da kommt dann da zu dieser Regel mit der Summierung der Brechkräfte noch ein weiterer Term dazu, das 1 durch f ist also dann gleich 1 durch F1 plus 1 durch F2. Aber da kommt dann wieder was weg. Und zwar minus diese Distanz D durch F1 mal F2. Wenn man also annimmt, dass der Abstand D kleiner ist, viel kleiner als F1 und F2, dann wird dieser Term vernachlässigbar sein. Im anderen Fall, wenn die doch in einem erheblicheren Abstand voneinander sind, dann ergibt sich diese Beziehung. Also damit haben Sie schon eine ganz gute Möglichkeit, Linsen zu berechnen. Und Sie wissen ja auch, wir haben im Praktikum diese Beziehung, die Addition der Brechkräfte, auch schon benutzt, jedenfalls die, die das eine Beispiel schon gemacht haben, die anderen kommen ja die Woche dann damit dran, um auch etwa die Gesamtbrechkraft
eines Systems aus einer Sammellinse und einer Zerstreuungslinse zu ermitteln. Das geht dann ganz analog, nur dass bei den Zerstreuungslinsen halt, wie ich jetzt noch gleich zeigen werde, man halt, weil da die Brennpunkte anders herumliegen, die Brennweite negativ einsetzt. Und daher wird dann, wenn man in ein System zu einer Sammellinse eine Zerstreuungslinse dazu gibt, dann die Brechkraft des Gesamtsystems, weil da oben dann was negativ wieder wegkommt, zurückgehen. Naja, eigentlich klar, wenn man hinter einer Sammellinse eine Zerstreuungslinse hat, dann wird diese Zerstreuungslinse die Sammlung, die durch die Sammellinse erfolgt, wieder reduzieren. Und wenn ich zu stark zerstreut, dann wird sogar eine Zerstreuungslinse draus. Ne? Die beiden bekämpfen einander sozusagen in ihrem Verhalten. Eine davon gewinnt. Und wenn sie gleich sind, dann geht alles gerade durch. Das ist dann das Uninteressanteste natürlich. Naja, also schauen wir uns jetzt noch an, wie sieht es aus bei der Bildung, Bildkonstruktion bei Zerstreuungslinsen. Also da oben, das bezieht sich in den Rechnungen her alles auf Sammellinsen. Die Abbildungsgleichung ist aber allgemein gültig. Jetzt schauen wir uns die Situation mit einer Zerstreuungslinse an. Also wieder eine optische Achse, eine dünne Zerstreuungslinse, das wollen wir so andeuten. Und wenn wir da also jetzt wieder die Brennweite an, die Brennpunkte angeben, dann legen wir die vielleicht da, den einen da her, den anderen da heraus. Das sind die zwei Brennpunkte. Und wenn wir also da jetzt etwa den Gegenstand innerhalb dieser Brennweite hier ansetzt, einen Gegenstand, dann können wir also in folgender Weise ein Bild konstruieren. Machen wir ein bisschen größer, so, das gegen den Gegenstand. Dann haben wir einerseits natürlich wieder einen Scheitelstrahl, den wir betrachten können, weil durch den Scheitel hat man wieder die Situation wie bei einer planparallelen Platte, wo nur eine geringfügige Parallelversetzung auftritt, die wir hier also vernachlässigen wollen. Und dann gibt es natürlich noch einen Strahl durch den Brennpunkt, der aber dann hinter der Linse achsenparallel weiterverläuft. Das sind also die zwei wesentlichen Strahlen, die wir hier betrachten können. Da gibt es also wieder ein Beobachtungsauge, das diese beiden divergenten Strahlen betrachtet und das zeigt dann da hinten ein entsprechendes verkleinertes, aufrechtes und virtuelles Bild. Also auf die Art und Weise kann man bei Zerstreuungslinsen, so wie ich es Ihnen auch hier noch aufgezeichnet habe, kann man hier die Bildkonstruktion durchführen. Und da haben wir dann hier das F' und hier das F2'. Und in dem Fall, weil sich ja da dieser Brennpunkt auf die linke Seite bezieht, ist die Brennweite hier gleich minus F, wobei F kleiner als 0 ist. Der Gegenstand hier befindet sich im Abstand G größer 0. Das Bild auf der gleichen Seite, da haben wir minus B, weil ja die Bildweite kleiner 0 ist, weil es ja eben hier darum geht, dass das Bild auf der falschen Seite steht gewissermaßen. Also bei der Zerstreuungslinse ist insbesondere die Brennweite stets kleiner 0. Und
und man erhält also aus einem Gegenstand hier natürlich ein reelles und, wie man auch sieht, ein aufrechtes Bild. Ein virtuelles aufrechtes Bild. Aufrechtes, aber verkleinertes. Bild und reelle Bilder kann man mit Zerstreuungslinsen überhaupt nicht herstellen. Also da, wenn man da bei Zerstreuungslinsen durch Abbildungen dann die Brennweite ermitteln möchte, dann ist ein probates Mittel eben das, dass man eine solche Zerstreuungslinse in ein System mit einer Sammellinse gibt, derart, dass die Sammellinse die Oberhand gewinnt und das Gesamtsystem dann wieder sammelnd wird, sodass man mit diesem Gesamtsystem dann eine reelle Abbildung zustande bringt. Und dort hat man dann die Möglichkeit, die Brennweite des Systems zu ermitteln, das F, und von der Sammellinse selber, F1, kann man es auch ermitteln und dann bleibt oben dann das F2 aus dieser Beziehung zu gewinnen und man kriegt damit, und zwar mit negativem Vorzeichen, weil es ein kleiner Null herauskommt, die Brennweite dieser Zerstreuungslinse. Wenn die Linsen dick sind, möchte ich nur erwähnen, gibt es auch Methoden in der geometrischen Optik, sich die Situationen genauer klar zu machen. Da muss man dann insbesondere den konkreten Durchgang der Strahlen durch die Linse berücksichtigen. Und da verwendet man sogenannte Hauptebenen. Ich möchte dieses Wort nur einmal erwähnt haben, dass Sie wissen, was damit gemeint ist. Eine Möglichkeit, wie man auch bei dicken Linsen in guter Näherung den Strahlengang ermitteln kann. Wir werden darauf aber aus Zeitgründen nicht mehr eingehen. Worauf wir jetzt noch eingehen wollen, sind die Linsenfehler. Das ist ähnlich wichtig wie die Fehlerrechnung, die wir ganz am Anfang gemacht haben. Es ist nicht so, dass man einfach sagt, wir wollen nichts von Fehlern wissen, wir machen heute keine Fehler. Das lässt sich nie ganz vermeiden bei der Abbildung, dass es Linsenfehler gibt. Und die wichtigsten Linsenfehler oder Abbildungsfehler, so nennt man es auch, sind also drei, die wir jetzt schrittweise behandeln wollen. Der erste Abbildungsfehler ist die sogenannte sphärische Aberration. Also die sphärische Verirrung sozusagen, Aberration, die Strahlen irren herum und kommen nicht dorthin, wohin sie sollen. Naja, Abbildungsfehler. Das bedeutet eben, dass zum Beispiel ein Parallelstrahlenbündel eben nicht dort ankommt, wo es ankommen sollte, nämlich in einem wohldefinierten Brennpunkt. Das bedeutet also konkret, wenn Sie da eine Linse haben und Sie kommen hier mit einem Parallelstrahlenbündel herein, mit achsennahen und achsenfernen Strahlen, das sei halt eine Sammellinse, das ist ja der häufigste Fall, der wichtig ist, dann stellt sich heraus, dass die achsennahen Strahlen sich in einem Brennpunkt treffen, der also der theoretischen Berechnung sehr gut entspricht, etwa da hinten. Das ist also der Brennpunkt für die achsennahen Strahlen. Aber achsenferne Strahlen, wo also dann die Linsenbedingungen nicht mehr so eindeutig sind, die treffen sich dann in einem näher liegenden Brennpunkt. Und es gibt daher auch ein gewisses Delta F.
eine Änderung der Brennweite, wenn man achsennahe oder achsenferne Strahlen betrachtet. Das heißt, wenn man ein Strahlenbündel hat, das ziemlich weit die ganze Linse erfasst, dann wird man nicht überall die Abbildung gleichzeitig scharf bekommen. Ein ganz wesentlicher Linsenfehler, der einem nicht passt, wenn man eine Kamera hat, die diesen Fehler hat, weil man dann nie über die ganze Bildfläche eine einheitliche Schärfe erzielen kann. Das ist natürlich sehr ungünstig. Und diese sphärische Aberration, die können wir auch recht schön mit zwei großen Linsen hier zeigen, die uns der Herr Litschauer hier vorbereitet hat, wo wir also das Verhalten von achsennahen und achsenfernen Strahlen miteinander vergleichen können. Um achsennahe und achsenferne Strahlen betrachten zu können, haben wir hier zwei Masken. Eine Maske lässt nur achsennahe Strahlen hier durch, die andere Maske nur achsenferne Strahlen. Damit wird gerade diese Situation, die ich dort angedeutet habe, modelliert. Also wenn wir das hineinstecken, wenn Sie das vielleicht machen, Sie haben doch mehr Übung beim Aufbau dieser Dinge, einmal halt die achsenfernen Strahlen. Die erste Linse dient nur dazu, ein Parallelstrahlenbündel herzustellen. Und wenn man da jetzt die achsenfernen Strahlen betrachtet, dann kann man also sehen, die haben also hier an dieser Stelle ihren Brennpunkt. Da kommen die Strahlen am besten in einem Punkt zusammen. Und wenn wir jetzt anstatt der, sollen wir schon austauschen? Anstatt der Achsen fernen Strahlen, die achsennahen Strahlen einsetzen. Das sieht man schon. Da wird es schon wieder schlechter, da ist es am besten, da wird es schon wieder schlechter. Scharf sind wir etwa hier. Und wenn wir das jetzt wieder rausnehmen und stattdessen, jetzt werde ich es einmal selber versuchen, da die achsenfernen Strahlen jetzt nur betrachten, also jetzt bewege ich mich in Richtung zur Linse und Sie sehen jetzt die bessere Abbildung. War das zu sehen? Ja? Sehr gut. Also man musste mit der Kamera ein bisschen näher kommen, um das deutlich zu sehen. Und Sie haben also tatsächlich eine deutliche Verschiebung um dieses Delta F. Und damit können Sie also in sehr anschaulicher Art und Weise diese sphärische Aberration hier erkennen. Vielen Dank, Herr Litschauer. Schaut sehr gut aus. Daneben gibt es einen zweiten wichtigen Abbildungsfehler und das ist die chromatische Aberration. Bei dieser chromatischen Aberration ist eine an sich ähnliche Situation. Nur hier ist es so, wenn man also wieder da die optische Achse betrachtet und eine Sammellinse, dass es nicht um achsennahe oder achsenferne Strahlen geht, sondern es geht darum, dass für verschiedene Farben des Lichtes ja unterschiedliche Brechungsindizes vorhanden sind in der Linse und daher unterschiedliche Farben unterschiedlich stark gebrochen werden. Die blau-violette Seite des optischen Spektrums wird stärker gebrochen, weil der Brechungsindex höher ist und die rot-gelbe Seite wird schwächer gebrochen. Also wenn Sie da wieder so ein Parallelstrahlenbündel betrachten, macht das Violette sowas und das Blaue sowas. Und Sie haben wieder hier ein Delta F, das jetzt aufgrund der unterschiedlichen Farben
die in einem solchen einfallenden Strahlenbündel drinnen sind, dann eben zu unterschiedlichen Stellen des Brennpunktes führen. Und wenn man dann eine Abbildung macht, dann kriegt man färbige Erscheinungen und färbige Ränder in der Abbildung, was einem ja auch nicht gerade besonders freut, wenn man ein Foto machen möchte. Nun, das können wir also auch hier zeigen, wenn wir also jetzt uns insbesondere auf achsenferne Strahlen beziehen und wir betrachten jetzt die Farberscheinungen, dann sieht man hier, dass man da zunächst einmal in der Mitte einen Brennpunkt, das ist ein bisschen überstreut jetzt, wenn wir da vielleicht ein bisschen zurückgehen könnten, dann sieht man das Blau vielleicht. Ja, das ist schon besser. Sehr schön. Sieht man also in der Mitte den blauen Brennpunkt und wenn ich weitergehe, dann sehen Sie da hinten einen roten Brennpunkt. Sehen Sie das? Also die roten sind weiter hinten, die blauen sind weiter vorne, weil eben das blaue Licht stärker gebrochen wird als das rote Licht. Und irgendwo dazwischen hat man da so einen mittleren Brennpunkt, aber da ist also da gibt es Farberscheinungen, das ist eine unklare Situation. Also Sie können sich schon vorstellen, dass diese Aberration auch ein sehr wichtiger Effekt ist für die Darstellung mit einer Abbildung. Vielen Dank, Herr Litschauer. Also das ist die chromatische Aberration und es gibt ein paar andere. Eine möchte ich noch nennen, das ist der Astigmatismus. Das kann ich vielleicht am besten hier mit dem Overhead-Projektor zeigen. Wenn man eine Linse schräg stellt, wie Sie das hier sehen, dann werden unterschiedliche Strahlenbündel aus einem unterschiedliche Teile eines parallelen Strahlenbündels an unterschiedlichen Stellen ihre Brennpunkte haben. Und das heißt, ein Brennpunkt wird sozusagen zu einem Kometenschweif verkommen. Und das führt natürlich dann auch zu unscharfen Abbildungen. Wenn man also von sehr seitlich das Licht hereinbekommt, dann hat man hier mit sowas zu rechnen. Mhm. Und vielleicht könnte man also da die Linse entsprechend verdrehen. Und dann sieht man hier, wie sich ein Kometenschweif ausbildet. Sehen Sie, wie das seitlich wegläuft? Sie haben dann hier herüben schon ziemlich weit weg auch noch Brennpunkte, die von anderen Lichtstrahlen kommen, die man dann auch wieder woanders dann sammeln kann. Also das ist eine recht komplizierte Situation, was da hier entsteht. Also einen Brennpunkt mit einem seitlich weggehenden Schweif sozusagen. Dieser Astigmatismus ist also Astigma. Das ist der Verlust der Punktförmigkeit. Aus Punkten werden Striche. Das ist blöd, wenn man das im Auge hat. Nicht? Sie wissen, man kann auch als Mensch Astigmatismus haben. Da muss man dann auch sich halt bemühen, durch entsprechende spezielle Linsensysteme das zu korrigieren. Man kann da Gott sei Dank viel machen. Die Optik hat wirklich sehr viele wichtige praktische Anwendungen, auch direkt für den Menschen. Vielen Dank, Herr Litschauer. Das ist also die Sache mit den Linsenfehlern. Also den schreibe ich da jetzt nicht mehr dazu. Oder warum? Ich kann nicht mehr dazu schreiben. Drittens den Astigmatismus. Und jetzt möchte ich mit Ihnen zuletzt noch die Vergrößerung bei optischen Instrumenten besprechen. Aber da brauche ich ein bisschen mehr Licht, sonst sieht man da nicht genug. Und die Vergrößerung bei optischen Instrumenten ist etwas sehr Wichtiges, weil sie beschreibt, was man eigentlich mit optischen Instrumenten erreichen kann.
was optische Instrumente grundsätzlich tun sollen. Sie sollen, das sind Geräte, mit denen Strukturen oder Gegenstände, die man mit freiem Auge nicht erkennen kann, sichtbar machen und auflösen können. Das ist es, wozu wir optische Instrumente haben wollen. Worum es also generell geht, ist, dass der Sehwinkel, über den man einen Gegenstand sieht, vergrößert werden soll zwischen dem, was man also mit freiem Auge sieht und zwischen dem, was man dann mit Hilfe eines optischen Instrumentes sieht. Und das kann man sich also sehr schön einfach klar machen, wenn man also so eine Abbildung grundsätzlich sich darstellt als hier ein betrachtendes Auge. Und da gibt es also einmal zum Beispiel hier einen Gegenstand und dann vielleicht da hinten ein Bild. Das ist so ein bisschen wie bei der Lupe da oben, haben wir jetzt diese Situation halt gezeigt. Der Gegenstand erscheint unter einem Beobachtungswinkel Alpha. Das Bild erscheint unter einem Beobachtungswinkel Beta. Und aus praktischen Gründen bezeichnet man als Vergrößerung V, die Vergrößerung V, das Verhältnis der Tangenswerte. Tangens Beta zu Tangens Alpha. Das ist also die Vergrößerung. Und damit man das etwas klarer machen kann, wollen wir also da noch einzeichnen die Strecke L und die Strecke K. Das ist die Strecke L und das ist die Strecke K. Der Abstand des Gegenstandes vom Betrachter und der Abstand des Bildes vom Betrachter. Und da können wir damit uns jetzt ganz einfach die beiden Tangenswerte ausrechnen. Der Tangens Alpha, das ist also ganz, ganz einfach. Das ist die Gegenstandsgröße durch K, G durch K und Tangens Beta ist natürlich entsprechend B durch L. Und daraus ergibt sich, dass dieses V gleich ist Tangens Beta durch Tangens Alpha, also B durch L mal K durch G. Sei jetzt die Proke von dem zweiten, oder B durch G ist ja der Abbildungsmaßstab Gamma mal K durch L und das nennen wir die Tiefenvergrößerung. Also die Vergrößerung ist gleich dem Abbildungsmaßstab, aber nicht nur das, sondern mal der Tiefenvergrößerung. Wobei die Tiefenvergrößerung eben gleich ist K durch L. Es geht also hier auch der Abstand von Gegenstand und Bild ein. Und wenn also das Bild weiter weg ist, dann ist das L größer als das K und dann wird das VT wieder kleiner als 1 und haut dann ein bisschen diesen Abbildungsmaßstab wieder zusammen. Und es bleibt dann nur das Produkt der beiden, das ist also die Tiefenvergrößerung. Als tatsächlich wirksame Vergrößerung. Und die kann bei Mikroskopen und bei Lupen und bei Fernrohren gleichermaßen behandelt werden, weil bei den Fernrohren ist es ja auch eben die Vergrößerung des Sichtwinkels. Unter welchem Winkel sieht man zwei nahe benachbarte Sterne mit freiem Auge? Vielleicht so wenig, dass man es eben gar nicht mehr gescheit sieht. Also zum Beispiel die Monde von Jupiter, ich weiß nicht, ob man die noch mit freiem Auge gut sehen kann, aber mit einem Fernrohr vergrößert man den Sehwinkel derartig, dass es eben dann in die Sichtbarkeit rückt.
Na und nur um einen kurzen Überblick zu geben über die optischen Instrumente. Ich sehe die Vorlesung nicht als eine Vorlesung an, wo man detailliert über optische Instrumente sprechen möchte. Aber an optischen Instrumenten möchte ich nur erwähnen, die Lupe. Da brauche ich nicht mehr viel dazu zu sagen. Das ist eine Sammellinse, wo der Gegenstand in der Nähe des Brennpunktes ist und das Bild entsprechend groß. Wenn der Gegenstand in den Brennpunkt rückt, dann tritt ein Parallelstrahlenbündel aus und das Auge kann auf unendlich akkommodieren. Auch nicht schlecht. Beim Mikroskop ist die Situation gar nicht so viel anders, nur man hat ein zweifaches System. Mit einer Sammellinse oder Sammellinsensystem wird zunächst von dem kleinen Gegenstand, so ähnlich wie wir es da oben bei dem reellen Bild gezeichnet haben, ein reelles Bild erzeugt, und zwar ein solches, wo das Bild vergrößert ist, so wie bei einem Beamer. Und dieses reelle Bild, damit man es noch schöner sehen kann, wird dann mit einer Lupe noch besichtigt sozusagen. Das Objektiv ist wie ein Beamer und erzeugt aus dem kleinen Gegenstand ein vergrößertes, verkehrtes, reelles Bild. Und dieses reelle Bild wird mit einer Lupe noch einmal vergrößert angeschaut. Und diese Lupe ist dann das Okular. Da schaut man dann rein und sieht dieses Bild noch einmal vergrößert. Und die Summe, dieses Produkt der Vergrößerungen, ist dann die Gesamtvergrößerung. Also ein Beamer und anschließend eine Lupe. Das ist ein Mikroskop. Den Beamer schreibe ich gleich als nächstes daher. Den hatten wir ja auch schon besprochen. Da ist es eben so, dass wir ein vergrößertes, ein größeres Bild haben und der Gegenstand näher beim Brennpunkt ist. Das haben wir also jetzt nicht aufgezeichnet, aber gezeigt haben wir beide Situationen, das vergrößerte reelle Bild und das verkleinerte reelle Bild. Also der Beamer erzeugt ganz einfach eine Situation, wo das Objekt klein ist und das Bild weit weg und vergrößert. Und dann gibt es noch diverse Fernrohre. Da ist die Situation ja so, dass man immer praktisch es mit Parallelstrahlenbündeln zu tun hat. Was da von so einem Stern daherkommt, also wenn das nicht parallel ist, dann weiß ich nicht, was parallel sein soll. Nicht? Also weitgehend parallele Strahlenbündel, wo es nur darum gehen kann, der Gegenstand ist also im Unendlichen, den Winkel zur Achse zu vergrößern. Also damit wiederum eine solche Vergrößerung als Verhältnis der zwei Betrachtungswinkel zu nehmen. Und das macht man meistens so, dass man also zwei Sammellinsen hintereinander stellt, wo im hinteren Brennpunkt der ersten Sammellinse dann der vordere Brennpunkt der zweiten Sammellinse ist. Und auf die Art und Weise entsteht aus einem Parallelstrahlenbündel ein anderes Parallelstrahlenbündel mit einem größeren Winkel zur optischen Achse. Auf die Art und Weise können diese distanzierten Gegenstände dann besser visuell sichtbar gemacht werden. Und als letztes möchte ich noch die Spiegelteleskope erwähnen. Da verwendet man also die guten alten sphärischen Spiegel, die ich ja schon am Anfang besprochen hatte. Und da ist es ja so, dass die Bilder sich praktisch
im Bereich des einfallenden Lichtes befinden. Wenn Sie so einen Vergrößerungsspiegel, so einen Konkavspiegel nehmen, da kommt von weit weg das Licht von dem Stern und das wird dann in der Nähe des Brennpunkts gesammelt. Und wenn man das entsprechend macht und das dann noch mit einer Lupe, sprich mit einem Okular anschaut, kann man dieses Bild dann sehr gut vergrößern. Und damit man sich aber nicht wirklich mitten hineinsetzen muss in diesen Spiegel und damit ein Teil des einfallenden Lichtes wieder abdeckt, verwendet man oft sogenannte Fangspiegel, wo also dann, wenn Sie so ein Spiegelteleskop betrachten, wenn da von weit weg da die Strahlen hereinkommen und das wird da in einem Brennpunkt gesammelt, dann macht man weiter vorher schon einen Spiegel und dann wird das da heraus gesammelt und dann hat man noch einmal eine Linse und einen Beobachter und man kann dann also das Licht, das von weit weg hier kommt, dann von außen wieder, deswegen kommen da oft dann die Okulare so seitlich heraus, das wieder betrachten. Aber bei den ganz großen Teleskopen, die oft 5 Meter oder mehr Durchmesser haben und auf besser als Mikrometer geschliffen sein müssen, also da sind ja, soweit ich weiß, oft viele Spiegelschleifer verrückt geworden bei dieser Tätigkeit. Das ist unerhört gefährlich. Einmal falsch geschliffen, der Spiegel ist hin. Weil wenn es zu tief drinnen sind, naja. Da gibt es manche, da sitzt wirklich der Beobachter in einer kleinen Kabine mittendrin und schaut sich da drinnen dann das Bild an. Warum so große Anordnungen mit Spiegeln? Warum nicht alles mit Linsen? Weil je größer der Durchmesser wird, 5 Meter, 6 Meter, desto größer wird erstens die Lichtintensität. Man kann noch entferntere Objekte betrachten. Und außerdem, desto kleiner wird der Einfluss der Beugung. Über das werden wir noch später sprechen. Und warum macht man nicht 5 Meter große Linsen? Könnte man ja auch. Das hat keine Realität, weil da wird das Glas bereits zu elastisch. Die Linsen beginnen zu schwingen. Schon die Linsen bei uns oben auf der Sternwarte, die ungefähr so einen Durchmesser haben, das gehört zu den größten Linsenrefraktoren, die es gibt, sind schon ein Grenzfall, wo man also sehr aufpassen muss, dass durch die Bewegung, und die kann man nicht von hinten unterstützen. Während bei einem Spiegel, da können Sie ja hinten was aufbauen, um den richtig zu unterstützen. Bei einer Linse geht das nicht, da muss das Licht ja durch. Und da ist also die Begrenzung dafür. Also jetzt habe ich schon wieder ein Minus aufgebaut. Bei 7 Minuten, tut mir leid. Aber damit sind wir jetzt mit der geometrischen Optik durch und morgen kommt was ganz Spannendes. Also kommen Sie wieder. Morgen geht es nämlich um die Polarisation des Lichtes. Danke.